Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein neues Video für euch und es haben sich in den letzten Wochen ein paar neue Produkte aufgesammelt, die ich leer gemacht habe und ich dachte mir jetzt schon, es ist schon genug, um ein Video zu drehen und deswegen drehe ich das jetzt. Also schauen wir mal, was in der Box drin ist. Da ist einmal das Swiss Au Pair Arganöl Spülung. Mir wurden ja die Swiss Au Pair Arganöl Produkte empfohlen von einer guten Schulkollegin. Und ich fand das Produkt sehr gut. Meine Haare haben geglänzt und sie haben sich auch definitiv weicher angefühlt. Und ja, also ich kann es euch wirklich weiterempfehlen, wenn ihr wirklich ausgetrocknete, strapazierte Haare habt, euch einfach mal 2-3 Mal die komplette Serie von Swiss Au Pair Arganöl zu kaufen. Weil eure Haare werden euch das einfach danken, weil sie werden einfach so weich. Dann habe ich hier noch ein Produkt, was mir meine beste Freundin zum Geburtstag geschenkt hat. Und wo der Rest nicht mehr rausgeht. Und zwar ist es einfach so ein Peeling mit in der Duftrichtung Mango. Und ich fand das Peeling ein bisschen zu weich. Also es war nicht gerade sehr... So, ja, sehr körnig, also es war sehr weich und meine Haut hat sich trotzdem danach ein bisschen geschmeidiger angefühlt, aber die trockenen Schuppen von meiner Haut sind einfach nicht weggegangen und ja, ich fand es ganz in Ordnung. Und dann habe ich hier noch ein Duschgel, das ist das Balea Mango Mambo, das ist eine Limited Edition, das gab es letztes Jahr im Sommer zur WM. Und ja, das fand ich auch sehr, sehr gut. Der Geruch war auch sehr, sehr gut. Das sollte Balea definitiv nochmal rausbringen, weil das war echt gut. Also, ich habe mich gefreut, damit zu duschen. Das war es jetzt auch schon mit der Kiste. Kommen wir auch schon zum nächsten. Da sind jetzt einige mehr Produkte drin. Einmal ist hier das Ghoul Langzeitvolumen-Shampoo drin. Das hatte ich mir mal gekauft, da meine Haare oft kein Volumen haben und seitdem ich dieses Produkt benutzt habe, das habe ich bis vor einer Woche noch benutzt, sind meine Haare auch ein bisschen voluminöser geworden und deswegen fand ich das ganz gut, aber es hat ewig gedauert, also erst am Ende dieser Packung ist es wirklich bei mir Volumen aufgekommen. Das finde ich sehr schade. Und dann ist hier noch die Swiss Au Pair Arganöl Haarkur aus der Serie. Wie gesagt, ich liebe diese Produkte und erst recht die Haarkur, die ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, dann habe ich hier noch eine Zahnpasta und zwar die Sensodyne Fluorid. Ich fand die Zahnpasta sehr, sehr gut, sie war auch nicht zu scharf und meine Zähne sind definitiv dadurch auch ein bisschen härter geworden. Also... Der Zahnstein hat sich wieder ein bisschen gehärtet, weil er war ziemlich weich. Und ja, dann habe ich hier noch so ein Testprodukt getestet. Das ist das L'Oréal Paris Hair Expertise Imposante Kräftigung Shampoo für mehr Griffigkeit. Ich muss sagen, das Produkt ist nicht so meins. Also der Geruch hat mir allein schon nicht gefallen. Und wie meine Haare danach aussehen, auch nicht so. Also ich kann es nicht weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch ein Parfüm, das war letztes Jahr in meinem Douglas Weihnachtskalender und zwar das Jete Parfüm. Was das genau für eins ist, kann ich euch nicht sagen, aber ich fand den Geruch auch nicht sehr toll. Ich hatte es wirklich nur getragen, um es dann aufzubrauchen. Das hat wirklich nach 4 Wochen war das Gott sei Dank leer, aber ich kann es wirklich nicht weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch eine Gesichtscreme und zwar die habe ich auch mal als Probe geschenkt bekommen und zwar die Ayer Ultra Matte Oil Free, Hydro Balance Oil Free. Die Creme fand ich sehr gut. Sie hat sehr viel Feuchtigkeit gespendet und war auch wirklich eine schöne Base für das Make-up auftragen danach, da die Haut nicht zu fettig war und auch nicht meine Haut sehr schnell geglänzt hat, was ich auch sehr, sehr gut fand. Aber ich glaube, dass dieses Produkt teuer ist. Und dann habe ich nochmal was vom Douglas Adventskalender und zwar das Venus Aqua 24 Face Cream. Das ist ja mit Wasser und ich muss sagen, meine Haut war danach wirklich mit Feuchtigkeit versorgt den ganzen Tag. Also das habe ich wirklich gemerkt, meine Haut hat sich weicher angefühlt und auch wirklich elastischer und besser. Also ich bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht das Produkt nochmal hole und nochmal ausgiebig teste.
Dann habe ich hier noch einen Badezusatz, was ich in der Pinkbox Februar bekommen habe. Und zwar ist das Be Beauty Meersalz Booster Rosenzauber, Rosenzauber Badezusatz. Das hat wirklich super nach Rosen gerochen. Und ich fand es auch richtig gut. Es hat schön entspannt und es war perfekt, weil es war ja eigentlich so gedacht, so als Valentinstagsding. Und ich hatte es auch mit meinem Freund, wir haben dann so ein kleines Bad genommen und alles. Und ja, mehr möchte ich auch nicht verraten. Nichts, was ihr denkt, aber ich erzähle nicht so intime Sachen und auch nicht viel über meinen Freund. Deswegen, ja, bleibt es also. Und mein Freund war auch davon begeistert. Und dann habe ich hier nochmal ein Balea Duschgel. Und zwar auch wieder aus der WM Limited Edition. Und zwar die Balea Carambola Lambada Dusche. Das fand ich jetzt nicht so gut und der Geruch war auch nicht so meins. Und ja, dann tue ich das mal in die Box rein. Jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Box. Da ist nur ein Produkt drin und zwar aus der Pinkbox April oder März ist das. Das L'Oréal Paris Hair Expertise Ever Pure Farbpflegesystem ohne Sulfat. Farbpflege und Feuchtigkeitsspülung mit botanischen Ölen, Rosmarin und Minze. Ich muss sagen, der Geruch war sehr schön. Also trotz, dass Rosmarin drin war, es war nicht so intensiv und hat sehr nach Minze gerochen. Fand ich sehr, sehr gut, aber die Pflege fand ich nicht so gut, da ich kein gefärbtes Haar habe. Deswegen, vielleicht für gefärbte Leute ist es ein bisschen besser. Jetzt kommen wir zur vorletzten Box. Da sind auch nochmal einige Produkte drin. Hier sind einmal Sextus-Produkte, wie ich euch auf Snapchat schon gesagt habe. Dazu werde ich mich aber nicht äußern, einfach weil da noch ein extra Video gedreht wird, da ich die Produkte zugesendet bekommen habe. Und darauf könnt ihr auch gespannt sein, deswegen verrate ich euch darüber jetzt noch nichts. Dann habe ich hier ein Make-up-Produkt und zwar das Maybelline Fit Me Puder in der Farbe 120 Classic Ivory. Und ich muss sagen, das Puder war echt super. Es hat wirklich ewig gehalten. Ich glaube, es hat jetzt fast 3 Monate gehalten. Ups. und ich habe es wirklich bis komplett aufgebraucht, bis dann nichts mehr rauskommt. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Die Fit Me-Reihe allein bin ich sehr begeistert davon. Ich habe noch nicht alle Produkte getestet, außer jetzt den Puder und den Concealer. Aber ich werde mir definitiv mehr von der Fit Me-Reihe nochmal zulegen. Und dann habe ich hier nochmal ein Make-up-Produkt, und zwar den Manhattan Wake-Up Concealer. Den gibt es ja jetzt in der neuen Verpackung. Hier war es vorher so verdeckt und hier ist es jetzt offen. Kann ich euch gerade zeigen, weil ich ja das Video von Sonntag gerade gedreht habe. Ja, wie ihr mich schon kennt, ich bin der Meinung, dass das Produkt sehr, sehr gut ist und dass meine Augenringe einfach wegmacht. Deswegen, ja, ich bin der Meinung, ihr müsst euch den zulegen. Dann habe ich hier noch ein Nail Polish Remover von P2 Soft Nail Polish Remover Acetonfrei. Der Geruch war sehr, sehr gut, aber ich fand, dass der Nagellackentferner meine Nägel ganz schön ausgetrocknet hat. Also sie waren danach wirklich immer trocken und ich konnte die dann auch nicht gleich lackieren. Ich musste dann wirklich mit Nagelöl drüber gehen, dass sie wieder ein bisschen besser sind. Und ja, kann ich euch nicht weiterempfehlen. Dann habe ich hier noch ein Duschgel, was ich auch mal von der Pinkbox habe. Das ist das Far Magic Oil Pinker Jasmin Duschgel. Und das fand ich wirklich auch sehr, sehr gut. Ich bin ja allgemein nicht so der Far-Fan. Also ich habe nicht oft Produkte von Far, aber das hat mich echt umgehauen. Ich fand den Geruch sehr, sehr gut. Und auch, man kann ja nicht viel über Duschgels sagen. Entweder man mag den Geruch oder sonst kann man ja eigentlich nichts sagen. Dann habe ich hier noch eine Haarmaske, die mal in der Pinkbox Hair war. Hair in Style, Hair in Style. Die L'Oréal Professional Absolute Repair Cellular Haarmaske. Ich fand das Produkt wirklich top.
Also wirklich eines meiner besten Haarmasken, die ich je getestet habe. Meine Haare sahen danach wirklich immer toll aus und haben sich auch wirklich eine Woche lang wirklich gut angefühlt. Und dann habe ich hier nochmal das Duschgel, das dritte, was ich mal bei Beauty Tester geschenkt bekommen habe. Und zwar das Balea Mellum Tango Dusche. Da hatte ich ja die Body Lotion auch dazu geschenkt bekommen. Und ich bin genauso begeistert wie von der Body Lotion. Das Produkt riecht einfach Hammer. Dann habe ich hier noch eine Maske. Ich habe ganz viele Testprodukte bzw. Masken mal ausgetestet, weil ich habe so eine ganze Pinkbox voller Testprodukte, was ich unbedingt mal anfangen sollte. Da habe ich hier von Sepamed die unreine Haut beruhigende Maske getestet. Ich fand die sehr gut. Die hat meine Haut wirklich beruhigt und die Unreinheiten auch leicht weggemacht. Und ja, deswegen fand ich die auch ganz gut. Die war auch mal bei Pinkbox dabei. Und dann habe ich mir hier nochmal eine Maske getragen, und zwar von Lufos Heil Erde, die Feuchtigkeitsspende Maske mit Quittenextrakten und naturreiner Heilerde. Ich muss sagen, das Produkt war echt top. Also es hat wirklich viel Feuchtigkeit abgegeben und hat ein bisschen komisch gerochen, aber der Geruch war auszuhalten. Und ja, das war ja auch ein Pinkbox-Produkt. Dann habe ich hier noch ein Pinkbox-Produkt, die Sensodyne Pro Schmelzzahnpasta. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert, weil ich habe erst die und dann die andere Sensodyne benutzt. Meine Zähne sind jetzt definitiv weißer und viel, viel, viel mehr Zahnstein ist jetzt wieder dran. Beziehungsweise halt, er ist wieder ein bisschen fester und er ist mir nicht so abgefallen. Deswegen kann ich diese Produkte echt nur weiterempfehlen. Und jetzt zeige ich euch noch zwei Produkte, von denen ich nicht begeistert war, bevor wir zu meiner letzten Pinkbox kommen. Die René Fourterra Paris Fioravanti Shampoo und Conditioner habe ich mal, glaube ich, zum Testen geschenkt bekommen. Und ich muss echt sagen, die Produkte waren ekelhaft. Also, ich meine es wirklich ernst, der Geruch war echt abartig und gepflegt haben die Produkte meiner Meinung nach auch nicht wirklich. Deswegen, no go, kauft euch diese Produkte wirklich nicht. Jetzt räume ich nochmal schnell das ein. So. So. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Produkt. Letzten Pinkbox sah ich einmal das Arganöl Shampoo von Swiss Au Pair. Wie ich euch ja schon vorhin bei der Spülung gesagt habe, ich finde die Serie einfach Hammer für die Haare. Deswegen, ich kann sie euch wirklich nur weiterempfehlen. Das ist orange und die anderen beiden sind weiß. Dann habe ich hier noch ein Pinkbox-Produkt, und zwar das John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Repair and Hydration Shampoo. Ich fand es wirklich ganz toll. Sie haben meine blonden Strähnen wirklich wieder zum Strahlen bekommen, da ich ja so leichte Strähnen in den Haaren habe. Zwischendrin sind zwar sind natürlich. Und deswegen fand ich das auch mal wieder total toll. Und ja, dann hatte ich hier noch ein L'Oréal Paris Produkt. Das habe ich mir gekauft. Das ist das L'Oréal Paris El Vital Fibrologie Haarpracht Geierendes Shampoo. Und ich muss sagen, ich bin leider enttäuscht davon, dass die Haare angeblich voller werden und so. Hat bei mir nicht geklappt. Aber ja, das war auch schon mit meinen aufgebrauchten Produkten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ich hoffe, ihr habt noch eine schöne weitere Woche und ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Sonntag zu einem neuen Video. Und ja, genießt euren Mittwoch noch. Tschüss!